Mehr konnte ich dir nicht zum Geburtstag geben. Elvi. Weißt du, wenn ich unseren Fischfang in die Stadt brachte, in unser Elbing, es war immer wieder schön. Ich kann's einfach nicht vergessen. Bei der Speicherinsel kamen wir vorbei. Und dann die Häuser. Hunderte von Jahren standen ihre hübschen Giebelwände. Oben standen die Leute auf den Brücken. Wie viele Bekannte. Wo sie jetzt wohl sind. Gott, jeder von ihnen hatte seine Sorgen. Aber man war zu Haus. Man hielt auf gute Nachbarschaft. Ich sehe es noch vor mir, wenn hinter uns die Brücke heruntergeklappt wurde. Das war keine Hetzerei wie heute. Um den Markt habe ich mich weniger gekümmert. Das war die Sache der Frauen. Und da waren alle fleißig hinterher. Ja, in unserem Elbing, da wohnten fleißige und bescheidene Menschen. Die wussten von ihrer Händearbeit, was ein Groschen wert war. Und wenn sie ihn ausgaben, steckten sie die Köpfe zusammen und prüften, ob auch alles seinen Wert hatte. Es lag Gottes Segen auf diesem Fleckchen Erde. Der Turm der Nikolaikirche sah auf diesen Ameisenhaufen auf uns kleine Menschen herunter. Richtig angekuschelt lagen die Häuser um die Kirche herum. Der Turmschatten, der wanderte wie eine große Sonnenuhr über die Stadt hinweg. Weißt du noch, die enge Gasse? 2 Meter war sie breit. Wenn man die Arme seitwärts streckte, streifte man rechts und links die Mauer. Quer durch die Altstadt lief sie, hin zum Altersheim. Das schenkte seine Geborgenheit an alle, die nun müde Hände hatten. Es war heimisch und sauber, wie die ganze Stadt. An jedem Haus merkte man, wie der Fleiß Stein um Stein aufgebaut hatte. Elbing hatte für das Hinterland schon Bedeutung. Für manchen ging es ja vom Elbingstrom aus übers Meer bis nach Übersee. Und das haben dann die Giebel verraten. Das war damals unser Zuhause. Wir wussten noch nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber stolz waren wir auf die Vergangenheit. Im Heimatmuseum konnte man die Zimmer sehen aus den Zeiten unserer Großeltern. Das war alles so, dass man jede Minute zugreifen konnte und wieder benutzen. So sorgsam war man mit allem umgegangen. Blitzblank sah es in der Küche aus. Wenn Besuch kam, brauchte man nur das Wasser aufs Feuer zu stellen. Der Tisch stand gedeckt. Da saßen wir zusammen und sprachen von der Arbeit, die vor uns lag, und sprachen von den Erinnerungen. Der Ofen in der Ecke hörte zu. An den Wänden hingen die Bilder unserer Eltern und Großeltern. Schichau, der mit seiner Schiffswerft Elbing sogar zu Weltruhm brachte, guckte über seine Stadt, die er so geliebt hatte. Genau wie ich und du und wir alle. Immer, wenn wir nach Elbing hineinfuhren und wenn es wieder hinausging,
zum Drausensee. Wenn manchmal Besucher mitkamen, staunten sie, warum wir wohl in den Kanal abbogen und wie wir mit unserem Schiff die Hügel hinaufklettern wollten. Wartet nur, sagten wir, ihr werdet schon sehen, und fuhren weiter. Da gab es keine großen Schiffsanlagen, da mussten unsere Fäuste herhalten, wenn wir mal eine Brücke erreichten. Jeder Fischer war sein eigener Brückenmeister. Und dann war es soweit, dass unser Schiff den Hügel raufklettern musste. Solche Anlage, die geneigten Ebenen wurde sie genannt, gab es in ganz Europa nirgends mehr. Und dabei war es so einfach. Mit dem Schlitten, auf den das Schiff fuhr und der dann hochgezogen wurde, die erste von den 5 großen Treppen hinauf. Eine einfache Glocke, mehr brauchten wir nicht. Dann wusste der Maschinist Bescheid, das Rad drehte sich, und unser Schiff bekam Land unter dem Kiel, wenn der Schlitten es nun aus dem Wasser hob und den Hügel raufzog. Kindern machte es immer Spaß, diese Fahrt mitzumachen. Besonders, wenn uns dann die Ausgleichslast entgegenkam, der andere Schiffsschlitten. Bis das Schiff wieder seinem Element entgegenglitt. Unser Elbingen war schon eine richtige kleine Seestadt, mit dem Oberländischen Kanal und dem Krafol-Kanal. Wenn wir oben waren mit unserem Schiff, konnten wir über das ganze heimatliche Land sehen, das jeden Tropfen Bauernschweiß mit guter Ernte belohnte. Die Viehweiden waren unser Stolz. Wie heißt es doch, nicht das Schwert erobert ein Land, sondern der Pflug. Und der Acker gehorcht nicht dem Zepter, sondern der schwieligen Faust. Kinder fassten auf, wenn wir heimgekommen sind. Vielleicht hatten wir was aus Elbing mitgebracht, aber sie mussten Geduld haben. Immer wieder ging es bergauf. 5-mal. Da liefen die Nachbarn. Da waren die Gehöfte. Man kannte jeden Winkel. Das war unser Zuhause.
sind wir mal zu Hause gewesen.